Der Erdrutsch am Knappensee bei Hörswerda wurde offenbar durch die laufenden Sanierungsarbeiten ausgelöst. Zu diesem Ergebnis kommt eine Expertenuntersuchung des Sächsischen Oberbergamtes. Auch weitere Rutschungen seien nicht ausgeschlossen, so die Freiberger Behörde. Am vergangenen Donnerstag war ein ca. 500 Meter breiter Uferstreifen in den See gerutscht und hatte eine mannshohe Flutwelle ausgelöst. Die Sanierungsarbeiten sind nun bis auf Weiteres gestoppt. Auch eine für das kommende Jahr geplante Freigabe des Sees zum Baden und zur touristischen Nutzung sei nicht mehr zu verantworten, heißt es vom Oberbergamt dazu weiter. Die zunächst auf 5 Jahre angesetzte Sicherung der Uferbereiche durch den Bergbausanierer LMBV begann im Frühjahr 2014 und sollte nach mehrfachen Verzögerungen 2022 abgeschlossen sein. Der Knappensee war zu DDR-Zeiten eines der beliebtesten Ferienziele, besonders für Gäste aus Sachsen.